Grundidee war eben immer und von Anfang an, das ganze Ding Wintersport zu verjüngen. Wir als begeisterte Snowboarder und Wintersportler haben halt versucht, Schanzen zu bauen. Wir haben die Schule geschwänzt, wir sind wirklich stundenlang dort im Gelände gewesen. Was haben wir gewusst? Gar nichts haben wir gewusst. Wir haben Schaufel gehabt, wir haben es probiert. Mit dem Thema dann intensiver gewidmet um die Zeit. Und das war eigentlich ja das Geschäftsmodell. Wir bieten Wintersportgebieten professionelle Anlagen an und ein bisschen Marketing und PR. Wir waren eher Wanderprediger. Wir waren überzeugt von der Idee, dass der Wintersport das braucht. Und so sind wir dann losgestartet. Die Freundschaft von uns vier, die hat damals etwas vor dem Einsetzen der Pubertät begonnen, also vor über 25 Jahren. Wir haben sehr, sehr viele Abenteuer gemeinsam erlebt. Wir waren surfen in Afrika, wir haben sehr viele Klettertrips gemacht, wir haben viel Krafttraining gemeinsam betrieben, haben sehr viele Partys gefeiert und wir haben einfach sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und das hat uns schon sehr zusammengeschweißt. Das Thema Snowboarden, was natürlich schon ganz klar Nummer eins war, wo wir eben wirklich alles dafür gegeben haben, hat uns eben auch sicher dann so weit auch gebracht. Wie hat alles mit Shapen angefangen? Winter 94, 95 haben wir in Graz 100 Tage Schneedecke gehabt und wir haben halt versucht, Schanzen zu bauen am Schöckl und in der näheren Umgebung und so hat alles angefangen. Wir haben damals schon gemerkt, dass eine steile Landung ein bisschen besser ist als eine flache Landung. Klassisch heißt Trial Error Learning und so sind wir drauf gekommen, was es braucht für einigermaßen einen Sprung. Wir haben auch selber gefilmt, haben das dann danach auch in langen Sessions zu Hause angesehen und haben halt versucht, auch da wieder neue Tricks rauszufischen, die wir dann bei der nächsten Session auch wieder probieren können. Und ja, das war schon eine sehr geile Zeit damals. Bin dann das erste Mal bezahlt worden fürs Shapen, Snow Valley Planer Arm. Das war das erste Mal, wo wir Anlagen permanent betreut haben, wo das auch vom Gebiet finanziert worden ist. Der Jan hat Fotos gemacht und wir haben uns um die Anlage gekümmert, zumindest am Wochenende. Und das war damals schon ein Milestone, dass zumindest in einem Gebiet am Wochenende Schanzen permanent betreut werden. Weitergegangen ist dann mit dem SBC Camp, das war ein Gletscher-Sommercamp, ein zweimonatiges, wo das Who is Who der Snowboard-Szene vertreten war, damals die eindeutige Benchmark. Also das war schon der Auftakt da irgendwo von dem ganzen Snowpark-Thema in Europa. Geschäftliche Ausmaße oder Ambitionen hat das Ganze dann 2002 bekommen. Ich habe ein paar erste Snowboard-Fotos auf der Planalm gemacht und mit dem Thema dann intensiver gewidmet um die Zeit. Und das war eigentlich ja das Geschäftsmodell. Wir bieten Wintersportgebieten professionelle Anlagen an und ein bisschen Marketing und PR durch meine Fotos, meine Fahrer- und Medienkontakte. Und so sind wir dann auch losgestartet. 2002, 2003 war die erste Saison, wo wir auf Bergbahnen zugegangen sind und die ersten Chancen bekommen haben, uns da unter Beweis zu stellen. Und sagen wir, die ersten wirklichen Benchmarks, die da entstanden sind, war die Superstar Session in Dachstein im Juni 2003. Und dann sehr bald darauf, im Herbst 2003, der erste Pleasure Gym an der Aufstehen-Gletscher. Rückblick ist es vielleicht lustig, aber wir waren eher Wanderprediger. Wir waren überzeugt von der Idee, dass der Wintersport das braucht ein Angebot für Jugendliche.
Wir sind von Gebiet zu Gebiet gefahren und haben halt versucht, da unsere Message zu verbreiten. Ich denke, es war wirklich eine missionarische Tätigkeit. Wir waren zutiefst davon überzeugt, dass es Bedarf gibt, irgendwo den Fokus der Wahrnehmung von Wintersport, von damals völlig überrepräsentativen alpinen Rennsport, hin zu diesem sehr Lifestyle-orientierten, absoluten Randthema zur damaligen Zeit, nämlich eben Freestyle, zu lenken. Und dann ist es halt so, wie immer, wenn eine neue Idee da ist, gibt es ein paar, die relativ früh Interesse zeigen und aufspringen und auch First Mover-mäßig sich den Vorteil sichern möchten, hier mal etwas zu probieren. Ich darf hier vielleicht auch namentlich nennen, Sölden, Schladming, Planei, das waren so die ersten Gebiete, die uns wirklich eine Chance gegeben haben, in dem Feld etwas zu zeigen und etwas zu bewegen. Die Herausforderung war sicher, auf ein besseres Gelände zu kommen, ein Konzept für eine Anlage machen zu dürfen, Schnee- und Maschinenstunden dafür zu bekommen. Aber der wichtige Schritt war natürlich, dass es eine Betreuung gibt und dass es qualifiziertes Personal vor Ort gibt, das auch dafür bezahlt wird für die Arbeit. Die Grundidee war eben immer und von Anfang an, nicht unbedingt eine technisch bezogene, zu sagen, wir möchten überall die größten und allerbesten oder ausgereiftesten Snowparks bauen, sondern die Grundidee, und das ist ja auch der Grund, warum das Unternehmen Young Mountain Marketing GmbH heißt, war Wintersport zu verjüngen. Wir haben das Thema also in einer sehr, sehr frühen Zeit aufgegriffen und dann auch sehr stark verbreitert. Dabei war das Ziel schon, die sportliche Spitze absolut dort zu erhalten, wo sie ist, beziehungsweise weiterzuentwickeln, aber das Thema auch schon wesentlich zugänglicher für den ganz normalen Pisten-Skifahrer zu machen. Wie hat sich seitdem die Szene verändert? Wie hat sich die letzten 15 bis 20 Jahre verändert? Also von den Wilden weg sehen wir schon einen starken Wandel, eigentlich in zwei Richtungen augenblicklich. Einerseits ist der Freestyle-Sport wird ernster und wird sportlicher im klassischen Sinne, also da wird trainiert und da gibt es sportliche Ziele. Da entsteht eine echte Leistungselite, das war früher einfach näher beieinander. Und gleichzeitig sehen wir auf der anderen Seite viele Snowboarder und Freeskier über 30 werden und auf einmal Familien und Kinder haben, wo es ihnen ein Anliegen ist, dass auch die, der Nachwuchs, diesen Sport so positiv und so spaßig kennenlernen können, wie sie selber konnten und auch dem versuchen, gerechnet zu tragen mit dem Konzept des Family Parks, heißt, dass also ganz klar auf diese Klientel zugeschnitten ist. Man könnte also sagen, Freestyle geht in die zweite Generation.